So, da bin ich. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo. Seid ihr da? Oder auch dich? Ich bin hier ganz allein, mal wieder in WoW, Leute. Natürlich in WoW. In Warcraft geht's weiter. Es geht weiter mit dem Questen, was auch sonst. Wenn ich WoW hier, ne, dann wird hier weitergemacht, wo wir zuletzt waren. Wo sind wir überhaupt? Wir sind bei der Wildhammerfeste in der Scherbenwelt. Und was haben wir denn hier überhaupt zuletzt zu tun? Und dieser Lua-Fehler immer. Boah, darum muss ich mich auch unbedingt mal kümmern. Um diese Add-ons, die dann halt veraltet sind und dann wieder Fehler machen. Aber ich will es halt haben. Ich will damit halt weiterspielen. Hallo, hallo! So Plaudertasche. Hör mal. Wäre ein bisschen still, wenn ich nicht plaudern würde. Meinst du nicht? Ich kann noch aufhören zu reden. 9 von 12. Heroische Schaden. Genau, ich hatte nämlich schon ein bisschen vorausgespielt, damit wir nicht alles direkt wieder machen müssen. Also ich versuche halt so ein bisschen, wo es geht, Zeit zu sparen und wo es geht, halt weiterzumachen. Deswegen hatte ich hier halt schon welche getötet und das ging so. Aber erstmal muss ich sagen, ich habe meine Elfe ein bisschen optisch. Ja, ein bisschen optisch habe ich die. Die habe ich ein bisschen. Die war beim Friseur. Die ist jetzt. Latscht der mir hier durchs Bild. Ja, ich habe jetzt blond. Hab blond. Ne? Und auch so ein bisschen nochmal eine andere Rüstung, die ich aber schon eingespeichert hatte. Die habe ich nochmal wieder angezogen, weil ich Bock drauf hatte. Ich finde die eigentlich ganz cool so, wie ich die zusammengestellt habe. Und eigentlich ist mir das Blond viel zu hell, aber es gibt halt nur 2 Blonds. Ansonsten wird man halt orange oder rothaarig. Und deswegen habe ich das dunklere Blond genommen. Und ja, das ist trotzdem halt super hellblond. Egal. Auf jeden Fall geht der Quest jetzt so. Man setze eine Geisterbrille auf und wenn man die aufgesetzt hat, dann sieht man hier halt einfach die Feinde rumlaufen, die man halt vorher nicht gesehen hat. Und die töten wir. Und die habe ich schon angefangen und das mache ich jetzt noch zu Ende. So, damit ihr das gesehen habt. Toll, geschafft. Und dementsprechend geht es jetzt weiter. Das wie ich halt den Quest jetzt erstmal. Jetzt können wir den erstmal abgeben. Also ja, direkt hier. Kann ich gar nicht im Reittier rausholen müssen. Wenn ihr eure Brille verliert, kann ich euch eine neue herstellen. Weiter. Ihr sagt, ihr habt die Geister zu euch flüstern hören und sie sprachen über Teron Blutschatten. Zorus schaudert. Ja, ich kenne Teron Blutschatten. Oder besser gesagt, Kanti. Er ist schon vor langer Zeit gestorben. Wovon können diese Geister wohl gesprochen haben? Ab. Zorus, der Richter in der Wildhammerfest im Schattenmontal, möchte, dass ihr den uralten Schattenmondgeist findet. Wenn ihr eure Geisterbrille verlieren solltet, kann euch Zorus, der Richter, eine neue herstellen. Lasst stets Barmherzigkeit. Kann er. Ja, gut. Okay. Also. Ja, wo gehen wir zuerst hin? Wir haben ja noch ein paar Dinger hier offen. Bringen wir den erstmal zurück. Schauen wir mal, ob wir da einen neuen bekommen. Fangen wir mal hinten an. Teron. Gehen wir den mal zuerst ab. So, Teron Blutschatten. Da ist er. Ich habe irgendwie so ein Déjà-vu-Gefühl gerade, aber mega. So richtig, als hätte ich das alles schon mal erlebt. Genau so. Die Stelle im Spiel und... Kennt ihr das? So ein Gefühl so, hä, habe ich das nicht gerade erst... Nur in der Matrix! Sein Fehler in der Matrix! Ich weiß auch nicht. Ich weiß... Keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, als hätte ich all das hier gerade schon getan. Mach's jetzt nochmal. Ein Traum in einem Traum in einem Traum. Teron Blutschattengeschichte und Mythos. Blutschatten? Diesen Namen habe ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gehört. Nach dem Zweiten Krieg kehrte Blutschatten mit seinen Todesrittern hierher zurück, als er nicht mit der Schrecklichkeit seiner neuen Form zurechtkam und ohne die Hilfe seines geliebten Anführers Gul'dan hilflos war, nahm Blutschatten sich das Leben. Ich weiß nichts davon, dass er nun als Geist in diesen Welten herumwandeln soll, aber vielleicht kann ich das mit eurer Hilfe herausfinden. Oh Gott, jetzt gibt er uns 3 Quests, das hatte ich gehofft, dass das nicht passiert. Na gut, ich werde nicht alles vorlesen. Der uralte Schattenmondgeist im Altar der Schatten im Südosten. Schattenmutter möchte, dass ihr Blutschans Umhang besorgt. Okay, den Umhang. Schlagstock. Und die Rüstung. Und der Questlog ist voll. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal den anderen Bums. Irgendwas ist aber hier. Was ist hier? Überentwickelte Teufelsfeuermuskelmagen. Ach, das ist auch hier?
was ist der zweite Gang? Was sollen wir denn hier machen? Hier möchte ich das hier anziehen. Daneben. Teufelsfeuer-Muskelmagen. Kreaturen besorgt. Ihr müsst wahrscheinlich mehrere erlegen, bevor ihr einen solchen Muskelmagen findet. Bleibt immer schön am Ball. Und wir... Und von wem? Überentwickelte Teufels... Also, das suche ich ja, aber wie heißen die Viecher? Ruin von Baren Größer. Die Dimetrodonten Dinger. Ach so, die hatten wir doch schon das letzte Mal. Und die sind genau, die haben hier nämlich verschiedene Ecken, wo diese komischen Mägen in den Dingern sind. Und deswegen sind wir anscheinend wieder in so einer Gegend gerade gelandet. Wo sind denn diese Viecher? Die müssen ja hier irgendwie... Hier unten, die, ne? Waren das nicht diese komischen Echsen-Dinger hier? Ja? Ja? Ein bisschen gefährlich hier, aber macht ja nichts. Was ich hier mache... Das hältst du schon aus. Okay, sie ist es nicht. Dann fliegen wir mal hier ein bisschen raus aus der grünen Suppe. Und dann gucken wir mal, ob wir doch noch mal woanders so einen Magen finden. Ja, okay. Dann Pfad der Eroberung entdeckt. Das können wir auch direkt hier noch abklappern. Und da ist der Umhang. Okay. Ich soll einen Pfad noch entdecken. Der Pfad. So. Wenn ich jetzt hier einfach mal raufklicke, kommt der dann? Der kommt. Was gibt es, Lernelfe? Habt ihr noch Informationen? Oh Gott, die kommen ja alle. Ja, jetzt kommen sie alle. Und der andere geht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, ist okay. Alles sterbt. Den ganzen Bums wieder eingesammelt. Kann ich das nochmal essen? 1 Minute 38. Das hat super geklappt. Können wir das... Aber jetzt habe ich hier so ein bisschen mich freigekämpft. Ne? Dann bleibe ich hier mal stehen. Ich weiß nicht, ob ich das da oben hätte machen sollen. Anstatt hier, wo alle Gegner... Also mitten reingeflogen. Egal. Tja... Naja. Das dauert ja nur wieder über eine Minute, diese Scheiße. Oh, was soll denn das? Das ist noch nicht bereit. Nee. Gut, dann holen wir uns den Schlagstock in der Zeit und dann probiere ich es halt nochmal. Aber dann muss ich mir wieder wahrscheinlich eine neue Stelle suchen, weil die dann wieder Vateroberung entdeckt. Huch, das war's schon? Das war wahrscheinlich einfach hier oben, ne? Dass man einfach weiß, okay, alles klar, hier geht's runter und da ist dann der Blutelfenpfad. Irgendjemand, der mit uns reden will? Seid vorsichtig, leeren Elfe. Hinter dieser Brücke liegt die Hölle. Okay. Wo findet man den? Dann bringe ich halt sonst erstmal den Quest zurück. Ich meine, warum nicht? Haben wir gemacht. Hier, Pfad der Eroberung und so. Thrall Hall. Bald werden wir mit den Geistern sprechen. Erlaubt mir, dass ihr euch für diese wagemutige Tat belohne, Held. Jetzt müssen wir uns an die Arbeit machen. Bitte trete zurück, damit ich das Totem aufstellen, die Seelen freilassen kann. Kraft. Und Ehre. Trete zurück. Die Geister könnten um sich schlagen. Oha. Oh Junge. Was hofft ihr dadurch zu erreichen? Weiß ich auch nicht. Wir wollen euch helfen, Geist. Wir suchen eure Weisheit. Weisheit, das war euer Volk, das den unauslöschlichen Zorn von Kryuk. Warum sollten wir euch helfen? Die Welt liegt in Trümmern, zerstört. Unbeteiligt stehe ich daneben. Ihr habt recht, Geist. Es war mein Volk, welches euch dies angetan hat. Erlaubt mir, es wieder gut zu machen. Bitte sagt uns, wer oder was ist Kryuk? Na, Kyruk, der Feuerlord. Als die Verbindung durchtrennt wurde, wachte Kyruk auf. Es sind die Tränen von Kyruk, die dieses Land mit geschmolzenen Steinen füttern. Der Feuerlord, ein Elementarlord, wurde emporgerufen. Natürlich, Gul'dan, ihr wart ein verdammter Narr. Es ist verrückt, die Zersplitterung hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Es gibt keine Ruhe für die Elemente. Mente. Es muss einen Weg geben. Es muss, ja, einen Weg, zerstört Kyruk, zerstört einen Elementarlord. Ja, töten, ja. Ja, es töten. Zweifelt nicht an mir und meinen Kameraden, Geist. Sagt uns, wie wir den Feuerlord beschwören können. Meine Verbündeten werden ihn zerstören. Ihr müsst die Worte sagen. Ja, die Worte der Verdammnis, die Worte des Dunklen, eures Meisters. Ja, Gul'dan.
Wir werden diese Worte finden. Wir werden euren Meister beschwören und ihn zerstören. Gerede, nur gerede. Lasst uns frei, Sterblicher. Und nun zur Wiederentdeckung der verlorenen Worte. Entschuldigung, ich bin auch noch hier. Sind wir dann durch hier, oder? Raus damit! Okay. Sucht Oronok Herzeleid auf dem zerschlagenen Vorsprung nördlich der Zisterne der Echsen. Aber warum denn? Ich weiß nicht, wie wir an den Zauberspruch, den die Geister erwähnt haben, herankommen sollen, Alexis. Um die Wahrheit zu sagen, habe ich nicht einmal eine Ahnung, wo man so eine Suche beginnen könnte. Torlok starrt Gedanken verloren in die Ferne. Das ist zwar ein Schuss ins Blaue, aber es ist vielleicht unsere einzige Chance. Es gibt einen Ork, den ich schon des Öfteren in dieser Gegend gesehen habe. Ich habe einmal kurz mit ihm gesprochen. Er ist ein Einsiedler, der angeblich in der Zisterne der Echsenarbe im Nordosten lebt. Findet diesen Ork namens Oronok Herzeleid. Möge eure Klinge der Herzeleid. Niemals stumpf sein. Ritter Herzeleid. Dann Prost mal. Ja, Prost. Oh, da drinnen in der Höhle vielleicht. Da war ich auch noch nicht drinne. So, moini, Oronoks Hof, der Hof ist hier. Gefräßiger Schinder. Soll ich euch helfen? Oder kommt ihr alleine klar? So. Voll nett, oder? Gehen wir mal zu ihm hin. Diese Unruhestifter. Grüße, Reisender, ich bin Oronok. Bitte setzt euch an mein Feuer und wärmt euch auf. Gebt auf die gefräßigen Biester in der Untertiefe vor uns Acht. Litanei der Verdammnis, nie davon gehört. Hört auf meinen Rat und lasst die Toten in Ruhe. Lasst die Toten ruhen. Aber wenn ihr schon hier seid, könnt ihr mir ja gleich ein paar Dinge helfen. Was meint ihr? Nein! Nein, wenn du uns nicht hilfst, helfe ich dir auch nicht. Tralalalala. Bringt Oronoks Eberpfeife zu ihm zurück, wenn ihr fertig seid. Möchte, dass ihr 10 Schattenmondknollen aus den zerschlagenen Welten... Oh Mann. Nee, kann ich nicht tragen. Ich kann nicht. Es tut mir leid, aber ich kann dir leider nicht helfen, weil meine Tasche... Das ist einfach, das ist so. Und ich hatte einiges aussortiert, bevor ich in den Stream gegangen bin. Nur, dass ihr es wisst. So, das habe ich angenommen. Ich nehme ja alles an. Es soll die Schattenmondknochen. Oh, ich kann heute nicht reden. Ich kann nicht reden. Ich sollte. Vielleicht sollte ich auch nicht. Wenn ihr auf einem Knollenhügel steht. Nein, was ist denn ein Knollenhügel? Hügel und so. Aber hier war es bisher nicht. Diese doofen Schweine, die können mir doch mal helfen. Ich habe hier die Schweine, ich habe die Hügel. Komisch. Hier ist so eine Rübe. Ist das vielleicht ein gutes Zeichen? Ah! Ich muss an so einer Rübe stehen. Das ist eine dieser Knollen. Und die Schwein gräbt die dann aus. Hä? Komm mal her, Schweini. Komm her! Hallo? Yay! Guck mal, jetzt gräbt er die für mich aus. Und da ist sie! Juhu! Okay, jetzt hat's geklappt. Nee, du kannst direkt sterben. Also, ich suche die Knollen auf dem Boden und ein Schweini muss in der Nähe sein. Hör mal auf zu kämpfen da hinten. Grab, grab, grab. Ja, 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 du. Schwein, Schwein. Da ist es. Ach, das ist ja irgendwie ist sie niedlich, die Quest. Jetzt, wo ich den Dreh raus habe. Gehen wir mal dahin. Vielleicht hilft Schweini uns nochmal. Graben die jetzt beide? Ja, grab, grabt euch gegenseitig die Knollen raus. Krieg ich noch eine? Yay, ich krieg sogar 2. Wie geil ist das denn? Voll gut. Ha. Gosh. Knoll, Knoll, Knoll. Und wieder 2. Meine Knolle, nein, das ist meine Knolle. Okay, das war's schon. Ein Schwein hat jetzt umsonst gearbeitet. Naja. Nochmal, ihr sagt, da waren viel mehr Felshetze, als ihr erwartet habt. Sieht aus, als wäre es an der Zeit, die Situation etwas zu entschärfen. Ich muss eine Belohnung auswählen. Wir nehmen natürlich die Kohle macht. Und wir dürfen 10 Eier eines gefräßigen Schinders zerstören. Na dann. Ich hoffe, dass ich das schnell kapiere. Weil so, ja, so gerade so Tierkram und so, das ist immer, ja. Ja.
Ich habe kein Ziel. Ja, ich mache eure Eier kaputt. Scheiße, ne? Ganz, ganz scheiße. Aber wenn die halt auch alles hier angreifen, dann können wir das auch. Wieso ist sie so lila? Was hat die denn? Entropische Umarmung. Ja, das geht ja fix, wie es scheint. Und ab die Post. Das war's schon. Huki zuki hier. Huch, falsche Richtung. Ja, was ist hier noch? Wir haben den dieser blöde Schlagstock. Und der Muskelmagen. Na gut, bringen wir das erstmal weg und dann gucken wir mal, ob wir diesen Muskelmagen nochmal finden von diesen Viechern. Bitteschön. So, Ornok Herzelet bei Ornoks Hofenschatten. Was ist denn hier los? Ich bin hier gerade am Reden und dann greift ihr alle an. Könnt ihr mal aufhören? Ein bisschen doof. Also, was möchte er denn? Weil er seine Geschichte anhört. Sprecht mit Ornok, um ihm zu sagen, dass er mit der Geschichte beginnen kann. Okay, dazu lese ich nochmal ein bisschen zurück. Ornok nimmt Haltung an und richtet sich zu seiner vollen Größe auf. Ich musste sicher gehen, Alexis, und dazu musste ich euch erst prüfen. Bitte verzeiht meine kleine Maskerade. Ich bin so sehr ein Bauer, wie ihr ein Mann seid, nämlich gar nicht. Wenn ihr die Litanei der Verdammnis beschaffen wollt, müsst ihr mir erst zuhören. Wenn ihr bereit seid, lasst es mich wissen und ich werde euch die Geschichte erzählen. Wir sind bereit. Zu jeder Zeit. Geschichte? Erzähl. So. Gut, die Worte, die ihr sucht, haben einen Namen, Alexis. Sie sind als Litanei der Verdammnis bekannt. Es sind die Worte, mit denen Gul'dan selbst dieses Land zerschlagen hat. Der Spruch, der das letzte Band, was noch zwischen den Orks und den Elementen von Draenor herrschte, zerrissen hat. Ornok nickt. Ja, ihr müsst diese Litanei wiederherstellen, die Worte lesen. Wie kann ich die Litanei finden? Die Litanei der Verdammnis wurde 20 Jahre lang in Gul'dans Privatgemächern Karabor aufbewahrt. Ah, richtig. Ihr habt keine Ahnung, was Karabor ist, richtig? Na, wenn man mein Hörbuch gehört hat, schon. Der Schwarze Tempel. Nun ist er das Zuhause von Illidan Sturmgrimm. Als Illidan die Kontrolle über den Schwarzen Tempel gewonnen hat, hat er das Wort entdeckt. Er erkannte, dass der Schaden dieser Welt bereits zugefügt wurde. Aber er bewahrte die Litanei dennoch für spätere Zwecke auf. Woher wisst ihr das alles? Voll Spoiler. Wenn ihr vor dem Atal der Verdammnis steht und die Geister der Verdammnis seht, die im Gebet versunken sind, dann seht ihr nicht, wie ich neben Gul'dan stehe. Ornok nickt. Ich habe doch gesagt, dass ich schon vieles war, oder? Darunter auch ein Leutnant Gul'dans. Ich habe in meinem Leben schon viele schreckliche Dinge getan. Ich habe Männer, Frauen und Kinder abgeschlachtet. Ich habe im Blut unschuldiger Drenei getanzt. Und doch, Ornok verschluckt sich an seinen eigenen Worten. Und dann, was ist los, Ornok? Diesen Tag werde ich nie vergessen, leeren Elfe. Nie. Auch wenn ich vor langer Zeit den Schamanismus zugunsten der Schattenmagie den Rücken gekehrt hatte, fühlte ich den Schnitt. So ein tiefes Gefühl von Verlust. Ich konnte es nicht in Worte fassen. Als das Band zu den Elementen zerrissen war, haben sich alle Orks in Draenor verändert. Wenn es je einen Zweifel an der Macht der Schatten gegeben hatte, so wurde er auf einmal mit der geschmolzenen Lava von dieser zerschlagenen Erde weggewischt. Bitte fahrt fort. Eine Weile der Übelkeit überkam mich. Nachdem das Ritual vorbei war, rannte ich nach Hause zu meinen Kindern. Ich habe alle Habseligkeiten, die ich mit bloßen Händen tragen konnte, geschnappt und bin mit meinen Söhnen geflüchtet. Wir rannten in die Berge und haben uns versteckt. Wir hatten keine andere Wahl. Es vergeht nicht ein Tag, an dem ich nicht an den Schnitt denke. Es hat 20 Jahre gedauert, wieder eine Verbindung zu den Elementen herzustellen. Und es hat 20 Jahre gedauert, bis die Elemente begonnen haben zu heilen. Was ist aus der Litanei geworden und aus euren Söhnen? Wie ich bereits gesagt habe, wurde die Litanei von Illidan gefunden, als er den Schwarzen Tempel eingenommen hatte. Er hatte den Folianten in drei Teile geteilt und sie seinen Dienern anvertraut. Meine Jungs sind nun erwachsen. Als ich erfuhr, was Illidan mit dem Wort getan hatte, habe ich meine Söhne losgeschickt, um sie wiederzuholen. Ihr müsst meine Jungs finden, Alexis. Ihr müsst sie finden und die Litanei der Verdammnis zurückholen. Ich werde eure Söhne und die Litanei finden, Ornok. Spannend. Seid ihr bereit um die Geschichte? Nein, ich hab doch schon. Ich habe fertig. Nun, dann, spannend. Aber viel spannender ist es natürlich, die Muskelmägen erstmal zu finden. Ah nee, ich hab ja noch, ich hab den schon. Ich hab das schon. Wieso hab ich das schon? Okay. Wieso habe ich das schon gemacht?
Mein erstgeborener Gromtor hat sich aufgemacht, um die Echsennarbe zu durchsuchen. Sie befindet sich direkt südwestlich von hier. Er ist der Krieger der Familie, jähzornig und blutdurstig. Das hat er von seiner Mutter. Sucht um die Echsennarbe herum nach ihm. Wenn ihr irgendwo Nagerleichen liegen seht, ist Gromtor sicher in der Nähe. Wenn ihr ihn findet, dann sagt ihm dies. Wir vergießen Blut für eine gerechte Sache. Dann wird er wissen, dass ihr ein Freund Herzeleid seid und euch nicht vorschnitten. Herzeleid ist halt aber auch so ein süßer Name, oder? Herzeleid. Bloß auf diesem tollen Felsen da vorne. Oh, ich habe alle Mägen. Das ist ja ein Traum. Oh, das wurde aber auch sehr gut, dass ich das vorher schon gemacht hatte, ehrlich. Richtig nervig. Nämlich zwei können wir nämlich jetzt schon wieder abgeben. Und hier oben, wie gesagt, muss ich dann nochmal hin. Wir wollen ihm ja helfen, wir wollen das ja beenden. Hallo du da, Gromtor. Gromtor Grunst. Gut, dass ihr hier seid. Diese Marder hat gerade geplaudert, jetzt haben wir sie. Dieser Nagerabschaum ist schon der sechste, den ich heute befragt habe. Wegen der schicken Rüstung dachte ich, dass er sicher etwas weiß. Die anderen waren völlig nutzlos. Gromtor zeigt auf die Nagerleichen um sich herum. Ich musste ihn nur einmal schlagen. Da hat er es mir schon alles erzählt. Der erste Teil der Litanei befindet sich in einer Nagertruhe in der Echsennarbe oder der Zisterne der Echsennarbe im Osten. Er sagt, dass die Nager die Schlüssel haben. Tötet sie, nehmt ihre Schlüssel und benutzt sie, um die Truhen der Echsennarbe zu öffnen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr die Litanei gefunden habt. Auch nicht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, ich habe endlich mal wieder einen Schlüssel bekommen. Oh, ich hab die Litanei. Ja, fehlt noch der Schlagstock. Aber gut. Hattet ihr Glück? Oh ja, das müsst ihr sofort zurück zu Vater bringen. Gromtor wickelt die Dokumente ein, legt sie in eine Schließkassette. Bringt diese Kassette zu meinem Vater, erwartet eure Rückkehr bei seinem Hof im Nordosten. Sagt ihm, dass ich bald nach Hause kommen werde, sobald ich meinen Spaß hier hatte. Aufgabe abgeschlossen. Yay! Dann geben wir die nochmal da vorne ab, das ist gut. Dann nehmen wir nämlich da wieder direkt was an, dann verliere ich diesen Faden nicht, dass da vorne was ist. Und dieser blöde Magen, ich will das auch beendet haben. Wird lustig werden und Chaos. Ach Quatsch, bei uns ist doch nicht chaotisch. Nein. Kommst du denn da hoch? So. Hattet ihr Erfolg? Wenn die Litanei der Verdammnis wieder zusammengefügt ist, werden wir diesen Fluch beenden. So, Ronox Armschienen haben wir bekommen. Und wir dürfen jetzt den anderen Sohn finden. Ja, die sind ja hier immer am Kämpfen, ne? Hier kommen ja immer wieder neue. Dieser Schlagstock. Wo ist dieser Schlagstock? Ich muss das nochmal verstehen. Wir wollen diesen besonderen Schlagstock haben. Hier, diese Geister, da laufen wir. Die da hinten. Ich muss näher heran. Die Nazgul. Wartet! Yay! Yay! Nee, guck mal, es waren die Nazgul-Reiter. Die haben das Zeug. Ja, ich sammle das mal ganz schnell ein. Jetzt ist es wieder weg. Was? Was? Doch, ich hab's aber. Ich hab den Dieser. Hä? Verrückt. Okay, aber, ein bisschen komisch hier in WoW. Egal, wir haben, glaube ich, auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir abgeben können. Das scheint ja auch der Schlagstock zu sein. Gehen wir erstmal rein. So, was geht? Arthurs Körper hängt leblos in der Luft. Ihr wisst nicht, wie lange er schon tot ist, aber euch überkommt große Traurigkeit für Ornok. Vielleicht solltet ihr versuchen, seine Leiche zu seinem Vater zu bringen. Eurer Einschätzung nach wird Arthurs Körper von der Energie der Kristalle, die um die Rune herum schweben, in der Luft gehalten. Ihr versucht alles, was ihr könnt, aber Arthur lässt sich nicht bewegen. Euch fällt auf, dass die Kristalle im unteren Teil eine Vertiefung aufweisen. Vielleicht für einen Schlüssel. Neben den Kristallen scheinen Zugucken regelmäßig eine Art Ritual durchzuführen. Durchsucht die Städte der Illidare nach ihren Anführern. Vielleicht hat sie den Schlüssel zu Arthurs Befreiung. Ah, auf den Spuren einer Illidari. Dabei bin ich doch selber immer eine so gerne. Da ist sie ja schon. Da ist sie. Ich mag sie gerne. Die steht aber mit ein bisschen bewegungslos hier rum. Und da ist der Schlüssel. So. Ich bin gestorben. Ich hatte so große Schmerzen. Gefangen in Dunkelheit. Könnt ihr mich sehen, leeren Elfe?
Warum bin ich immer noch hier? Gibt es keine ewigen Jagdgründe, in die ich aufsteige? Nein, zuerst muss ich meine Aufgabe erledigen. Die Litanei der Verdammnis muss gefunden werden, bevor ich diese Welt verlassen kann. Der Geist von Arthur bei der Stätte der Elidar im Schattenmuntern möchte, dass ihr Lohn Goron den Bogen des Herzleid von den Dämonen in der Gegend beschafft. Ach, da war es schon. Das ist gut. Das ging ja fix. Ja. Ihr ignoriert mich ja alle einfach. Ja. Vielleicht kann ja mal Balthasar wieder so, wenn er Bock hat. Fürchtet euch nicht, Held. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich euch helfen. Der Name bedeutet in meiner Sprache Heldenruhen. Auch jetzt in einer Gegend, der all unsere Helden gestorben sind, bewahrheitet er sich. Und doch scheint einer sich immer wieder zu erheben. So, ich mach sie mal platt. Was nervt mich? Danke, Balthasar. Endlich sind wir bereit. Ich werde euch einen Teil meines Geistes verleihen, Held. Er wird euch den Weg weisen und euch im Kampf gegen das Böse unterstützen. Dann müsst ihr von hier aus nach Süden an die Rückseite der Stätte der Illidari reisen. Versteckt im Astralraum befindet sich eine bösartige Kreatur namens Venetarus, der Vielgesichtige. Mein Geistjäger wird ihn hervorlocken, wenn er in der Nähe ist. Vernichtet Veneratus und nehmt ihr den zweiten Teil der Litanei der Verdammnis ab. Jo. Wir kommen voran. So. Alles Illidans Diener hier. Ganzen, ich bin außer Reichweite. Ehemaligen Sagaras-Dämonen hier, die sich gesagt haben, oh. Oh, da ist er. Ja, vernichte ihn. Vernichte ihn. Das sieht jetzt ganz anders aus. Veneratus. Ja. Schafft er das alleine oder darf ich jetzt? Ja, okay, das hat gereicht. Ich glaube, der muss einfach nur einmal draufhauen, damit es dann klappt. Arthurs Silhouette wird unscharf und wieder schärfer. Es scheint, als wäre meine Zeit bald zu Ende, Held. No. Ich danke euch, Held. Ohne euch wäre mein Geist auf ewig an diesem verfluchten Ort gefangen. Arthur reicht euch eine spektrale Schließkassette. Nehmt sie und bringt sie zu meinem Vater beim Hof im Nordosten über der Zisterne der Echsennarbe. Darin befinden sich Lohn Goron und der zweite Teil der Litanei. Er wird sehr traurig über meinen Tod sein. Versprecht mir, dass er ihm versichert, dass ich als freie Seele gestorben bin. Sagt ihm, dass ich die Jagdgründe sehe und dass sie wundervoll sind. Sagt ihm, dass ich dort auf ihn warte. Ja, verschwindet er jetzt? Bin gestorben. Okay, er ist immer noch da. Na egal. Dann steht er da noch eine Weile. Aber erstmal bringen wir das hier zurück, weil wir hier sowieso in der Nähe sind. Es ist mir eine Ehre. Ach, die sind immer so putzig mit ihren Stimmen. Tagesmenü Muskelmagen. Das ist fantastisch, aber ich habe gerade unglaubliche Nachrichten erhalten. Ich werde mich kurz fassen. Ich arbeite einst mit einem Blutelfen namens Theorus zusammen. Meine Partnerschaft zu Theorus brach ab, als ich mit Leben als Gourmet zugewandt habe. Er beschloss, unsere Forschung mit meinen Erfindungen auf eigene Faust weiterzuführen. Wie auch immer. Er hat ein paar seiner Hordendummköpfe meine Arcanus-Kopffühler bei den Ruinen von Vari benutzen lassen, dabei den Vater aller die Metrodonten entdeckt. Ich möchte, dass ihr vor ihm dorthin gelangt und dass die Metrodonton Teufelsflosse tötet. Bringt mir seinen Balk. Beeilt euch! Sehr gut. Sehr gut. Was kommt jetzt? Der Pfad der Eroberung. Wo kann ich das abgeben? Leuchtpistole. So. Na, was gibt es, Lernelfe? Habt ihr noch Informationen gesammelt? Das sollte ich vielleicht immer so machen, damit es schneller geht. Diese lästigen Hunde planen etwas Heimtückisches. Wir müssen weitere Nachforschungen anstellen. Wir brauchen mehr Zeit, Lernelfe. Ich werde mit den anderen Greifenreitern vorausfliegen. Hoffentlich können wir ein paar weitere Informationen sammeln. Ihr müsst für mich den Pfad freiräumen. Noch viel wichtiger, uns ihre Pfeile vom Leib halten. Wenn ihr ihn reingelichtet habt, ruft einen Greifenreiter mit Hilfe der Leuchtpistole der Wildern. Ja. Okay, 20 von den anderen und so. Und die anderen. Und das ist einer von denen. Also, es geht los, Balthasar. Jetzt wird alles, was blutelfisch aussieht, weggemetzelt. Und du, und du, und du. Und hier. Hier.
So, das war's. Oh, da, warte. Ich muss ja erstmal den wieder rufen, genau. Kann ich das auch hier unten machen? Weil ich es kann. Ich glaube, es ist egal wo, oder? Das mache ich einfach direkt hier. Mehr kann ich nicht tragen. Oh, hier ist auch dieses Tagebuch. Oh. Das muss mit. Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? Das muss mit. Mögen eure Füße gute Pfade finden. Habe ich das jetzt automatisch oder nicht? Oh nein. Ich hoffe. Ich hoffe. So, dann soll er mal wieder zurückkommen. Was geht euch durch den Kopf? Ach, am südlichen Ende des Pfads, der Eroberung in der Nähe des der lagernden Karawane, habe ich etwas beobachtet, das nach einem Treffen zwischen einem Riesen und einer Blutelfe aussah. Was machen die Riesen überhaupt hier? Irgendwas ist an der Sache faul, Soldat. Ich möchte, dass ihr euch zu diesem Treffen durchschlagt und die Versammlung auflöst. Sammelt alles, was ihr dort noch finden könnt und ruft dann einen von uns mit der Leuchtpistole. Also, das habe ich schon mal angenommen. Wie befehlt, Herr? Sabbeln die da hinten? Dann ja. Oh, dann werdet ihr zu Feinden meines Fürsten Illidan. Feinde von Illidan werden vernichtet. Sind eure Riesen in der Lage, einen Angriff aus der Städte der Mondfinsternis standzuhalten? Nein, glaube nicht. Die reden hier und ich habe auch geredet. Das hat das gereicht, um die zu belauschen? Also, was haben die gesagt? Wir befehlt. Gewährt uns die Stärke der Riesen von Schattenmond, Korok. Der Meister ist ein gerechter Herrscher. Er wird sicher für diejenigen sorgen, die ihm geholfen haben, die Anführer dieser Welt zu unterwerfen. Korok, der Mächtige, sagt, und wenn nicht, Kanzlerin Blutbad sagt, dann werdet ihr zu Feinden meines Fürsten Illidan. Und das hatten wir dann gerade. Okay, ich glaube, das war's dann aber auch schon. An Infos, die da gekommen sind. Neue. Hier alles wieder wegpusten. So, wir haben den mächtigen Korok getötet, ganz nebenbei. Und wir haben die Quest bekommen, nämlich dieses Tagebuch, was ich haben wollte. Dieses Tagebuch dokumentiert die letzten Handlungen von Illidans Armeen. Es erklärt auch, warum Valsarek auf dem Pfad der Eroberung eine Parade abgehalten hat. Er war persönlich für die Gefangennahme eines hohen Generals der Shatar verantwortlich. Dieser General wird an einem Außenposten namens Purpurwacht, der sich am südlichen Ende des Pfades der Eroberung befindet, gefangen gehalten. Eine mysteriöse Vereinigung, die sich selbst das Purpursiegel nennt, ist dafür verantwortlich, ihn sicher unter Verschluss zu halten. Wenn ihr euch entschließt, weitere Nachforschungen anzustellen, solltet ihr einige Verbündete mitnehmen. Das ist ja spannend. Mein Inventar ist voll. Und ich möchte diese Anordnung haben, bitte. Und nicht diesen anderen Kram. Oh Mann, ja, Partikel wegmachen hier und das mitnehmen. Das ist ja wohl wesentlich wichtiger. Ich will die Beweggründe und die Strategiepläne von Illidan. Pistole, da ist sie. Der soll mal wiederkommen, der Sack. Und der soll mal hierbleiben, wenn ich nicht mal holen muss. Was habt ihr zu berichten? Sie versuchen also, sich die Gunst der Riesen zu erschleichen. Was? Ich habe einen Plan, der diese unheilige Verbindung ganz schnell wieder zerreißen wird. Erinnert mich irgendwie an Harry Potter, wo Voldemort ja auch die Hilfe der Riesen geholt hat. Und Hagrid noch versucht hat, irgendwie mit den Riesen zu reden. Und am Ende waren halt ganz viele böse Riesen in Hogwarts, aber halt auch nette. Die Greifenreiter müssen zur Wildhammerfeste zurückkehren, um sich auf die nächste Phase unseres Angriffs vorzubereiten. Ich benötige von euch die Wappenröcke, die diese Blutelfen tragen. Wenn ihr genügend Wappenröcke gesammelt habt, benutzt die Leuchtpistole der Wildhammer, um einen Greifenreiter zu rufen. Seid ihr bereit für ein wenig Spionage, Elfenröcke? Ja, natürlich. Unbedingt. Spionieren wir. Hallo. Hallo. Ist ein bisschen wild, Felix. Er macht ein bisschen Krach. So. Ich sag mal so. So, die Gesundheit kann auch weg. Das brauche ich nicht. Kann ich das jetzt? Nee, ich kann das noch nicht. Ich muss dieses Tagebuch, muss ich dann auch dran denken, dass ich diesen Quest noch annehme. Aber ich habe es zumindest schon mal im Inventar. Das ist ja schon mal was. Wie spioniere ich denn jetzt? Ah, okay. Ich kann die einfach looten. Ich kann die also einfach genauso wie vorher killen und dann hat irgendjemand von denen schon so einen Rock bei sich. Prima. Benutze meine Pistole. Hol den Typen und dann soll der mir wieder helfen. Flieg nicht in die Flasche. Ich werde zum Flaschenpenner.
Schön, euch zu was sehen. Was habt ihr zu berichten, Soldat? Das, was ich hier sage, sind im Hintergrund die Chatverläufe. Gnomus war so, das, und das sage ich euch nicht, die im Stream gerade sind, sondern hinterher für die Leute, die im Let's Play sich das angucken. Ein bisschen verwirrend. Gnomus war so freundlich, uns dieses Gebräu für unseren finalen Schlag herzustellen. Ich schüttel. Er geht jetzt nicht schon wieder ernsthaft weg, oder? Oh Mann, er geht immer weg, wenn ich angegriffen werde. Und Mann. Oh, jetzt muss ich wieder 2 Minuten warten, bis ich ihn holen kann. Ich raste aus hier. So, noch 17 Sekunden. Was soll das? Warum fliegt er auch weg, wenn ich angegriffen werde? Dann denkst du, jo, nee, das ist mir hier zu viel. Schnell wieder weg. Wahrscheinlich kommen die anderen gleich wieder und dann schön, war's das. Euch zu sehen. Ja, schön. Na, ganz toll. So, die nächste Quest ist da. Ich habe sie nicht gelesen. Tötet 5 wahnsinnige Kolosse, während ihr als Anhänger Illidans verkleidet seid und meldet euch danach bei Tan Yorigar in der Wildhammerfest im Schattenmondtal. Bringt ihm auch seine Leuchtpistole der Wildhammer zurück. Nehmt diesen verzauberten Waffenrock und reist zu den Feldern der Mondfinsternis. Dann machen wir das mal erstmal. Wo ist denn dieser Verkleidungskram hier? Und wie sehe ich aus? Fake Illidari. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, sie hat sogar eine andere Stimme bekommen. Huch. Wenn man verkleidet ist, kriegt man sogar eine andere Stimme. Schuss. Ich muss näher ran. Ich finde ihre Stimme voll schön gerade. Das ist angenehm. Das ist zu weit entfernt. Ein bisschen leise, aber angenehm. Können wir diese Verkleidung behalten? Wieder zurück zur Wildhammerfeste. Gut, gut, gut. Wenn das nicht der Soldat ist, den ich zu den Feldern geschickt habe, ihr seid heil zurück. Yorigar nickt. Ich wusste, dass ihr mich nicht enttäuschen würdet, Soldat. Ihr habt einen entscheidenden Vorrücken der Illidari aufgehalten und euch damit eine Belohnung verdient. Seid auf der Hut. Kapiere es nicht. Seid ihr blind? Seht ihr die Dämonen vor der Tür nicht? Okay, er streitet sich wieder. Und wir haben auch keine neue Quest bekommen. Sehr angenehm, sehr angenehm. So können wir nämlich einfach das wieder zurückbringen und diesen tollen Schlagstock abgeben. So, da steht er ja wieder mal. Und wir geben ab. Ihr müsst die Geisterbrille benutzen, um die Geister von Schattenmond sehen zu können. Habe ich ja gemacht. Nur mit allen 3 Gegenständen zusammen kann ich versuchen, die Geheimnisse, die ihr lüften wünscht, hell zu sehen. Und wir wollen sie alle wissen. Warte, den nehmen wir nochmal an. Und zwar sollten wir auch noch der Urteil Schattenmond, Geister und Teile Schatten im Südosten, die Schatten, möchte, Schatten möchte, dass ihr Blutschattens Rüstung besorgt. Der uralte Schattenmondgeist, man teilt der Schatten im südöstlichen Schattenmondtal, möchte, dass ihr Blutschattens Rüstung besorgt. Holy shit. Okay. Der hat aber einen Schatten, oder? Aha. Ja, dass wir dafür den Schatten weg einbekommen. Wo sind wir denn hier? Jesus. Immer diese Sektenkulte hier überall mit ihren Kristallen und ihrer Magie. Horde. Ganz viel Horde. Ja, ich fühle mich irgendwie fehl am Platz. Sieht so eine, auch ein bisschen aus wie eine Flugbahn hier. Ne? Na gut. Ab zur Flugbahn. Ja. Velkur. Wo ist der denn? Entschuldigen Sie. Entschuldigung. War hier Velkur irgendwo oder nicht? Warten die jetzt alle hier auf den? Oder nicht? Nein, ihr könnt mich nicht angreifen, liebe Hortlinge. Ich bin nicht im PvP. Wovarek! Wieso schreit er denn da oben immer? Und wo ist der? Und kann ich das hier annehmen? Oh, ich kann. So, ich habe den Gegenstand auch. Also das Tagebuch ist jetzt auch drin in der Quest. Das habe ich auch. Fertig. Ich habe fertig. Ich habe die Brille auf, aber irgendwie ist es nicht so ganz das, was ich machen soll, ne? Ist das hier der Große? Da oben! Und wie kann ich den jetzt angreifen? Komm runter, du Biest. Komm runter, komm runter. Okay, er kommt. Da ist er, da ist er.
Zu weit entfernt. Nein! Bleib hier! Ich muss näher. Wie greife ich den an? Er ist doch immer zu weit weg. Was mache ich denn jetzt? Kann ich den irgendwie... Was muss man denn dafür tun? Kann man ihn locken? Ich check's halt nicht. Ich meine, das ist das Riesending hier und unten ist ja aber immer zu weit weg und so. Und überhaupt ist das ja eigentlich ein Geist und... Zu weit entfernt. Nee. Hier. Auf den Hügel. Schnell! Ja! Ich habe ihn getötet auf einem Hügel. Ich allein. Gut. Ich weiß aber nicht, wie man das ohne Fliegen bewältigen sollte. Bitteschön. Nein. Bitteschön. Ich muss alle Gegenstände besitzen, bevor ich Blutschattens Schicksal mit Hellsicht herausfinden kann. So. Es fehlt noch der Umhang. Aber erstmal gebe ich das hier ab. Genau, der Umhang ist nämlich da vorne, aber erstmal machen wir das Tagebuch. Das vorher nicht ging. General Auralion schwebt in der Mitte des Kristalls. Was tut ihr hier? Ihr habt ihren Eroberer getötet, dann haben wir nicht viel Zeit. Das Purpursignal. Das Purpursiegel besteht aus der Elite von Illidans Dienern. Sie stehen am oberen Ende der Befehlskette für Illidans Armeen außerhalb des Schwarzen Tempels. Diese Soldaten stehen im direkten Kontakt mit dem Verräter und führen seine Anweisung ohne Fragen zu stellen aus. Sie sind diejenigen, die ohne mit der Wimper zu zucken einen Angriff auf diese Welt starten und dabei alles, was ihnen im Wege steht, dem Erdboden gleich machen würden. Während wir uns hier unterhalten, suchen sie euch wahrscheinlich auf dem Pfad der Eroberung. Ihr müsst fliehen, Lernelfe. Lasst mich zurück. Ich bin ohnehin dem Untergang geweiht. Sie, ich glaube, ich höre sie kommen. Jetzt oder nie, flieht, wenn ihr bleibt, werdet ihr kämpfen müssen. Wenn ihr doch kämpft und es irgendwie schafft zu überleben, berichtet Adal in Shadrath von dem, was ihr gesehen habt. Okay, wir müssen fliehen. Welcher Narr wagt es sich, Illidan Sturmling entgegenzustellen? Soldaten, vernichtet dieses Gewürm! Okay, hätten wir jetzt wirklich fliehen sollen? Aber Balthasar regelt. Nee, ich glaube, ich muss sogar hier bleiben. Ja, ja, wir sollen die vernichten. Okay. Ach, wie Hirsch jetzt hin und her rennt. Jetzt auch schnell! Stress, purer Stress für Balthasar. Ich mache eigentlich gar nichts. Ich trinke einen Schluck Cola. So, lauft, solange ihr noch könnt. Bald kommen die Hochlords. Idan stumm und schreit. Torlos, euer Meister ruft euch. Oh, wo sind Illidan? Illidan ruft euch. Illidan ist hier? Oh, mein Meister. Meister! Für Fürst Illidan würde ich selbst diesen großartigen Körperbau opfern. An diesem Tag werdet ihr fallen, ein weiteres Opfer von Torlos. Ihr habt also das Purpursiegel besiegt und wollt ihr meine Herrschaft herausfordern? Nicht einmal Art, das konnte mich besiegen. Wie könnt ihr es wagen, nur daran zu denken? Dann kommt doch, kommt, Balthasar. Der schwarze Tempel erwartet euch. Balthasar soll kommen. Ah ja, nicht ich. Der Hirsch soll kommen. Ja, naja. Der Begleiter hat's geregelt, also soll der auch kommen. Ich bleib hier. Interessiert mich doch nicht, was der da oben macht. Dieser Illidan. Wer ist das schon? Kenne ich nicht. Tschüss.
Was ist das denn? Das war ja geil jetzt. Kommt, Balthasar. Nicht ihr, unwürdige Lehrenelfe, die daneben steht. Gut, also wir wurden in den Schwarzen Tempel eingeladen. Der ist da vorne. Wir fliegen drauf zu. Ihr kennt es natürlich, selbstverständlich kennt ihr den Schwarzen Tempel. Entweder weil ihr selber WoW gespielt habt schon und die ganze Story kennt, oder weil ihr vielleicht das Hörbuch von mir gerade hört und dementsprechend öfters schon gesehen habt. Hier ist er in Glanz und Glorie, der Schwarze Tempel. So, hier unten ist aber noch irgendwo der Umhang. Und deswegen checken wir mal die Geister ab und hoffen, dass einer von denen diesen blöden Umhang hat, damit wir dieses Ritual dann auch nochmal beenden können. So, da ist er. Da war er. Den haben wir. Und dann werden wir noch Teufelsflosses Balk machen für den kleinen Gnomenfreund. Wir sind ja eh schon in der Ecke, dann machen wir das für den auch. Ist das der hier? Das ist der Große. Erledigt. So, das haben wir auch. Ne, ist keine große Sache gewesen. Wir fliegen mal weiter Richtung Norden und bringen die Litanei der Verdammnis zweiten Teil zurück. Dann wird ja der Typ da erfahren von seinem toten Sohn. Das ist nicht schön. Aber diese Nachricht werden wir überbringen müssen. Und der Schwarze Tempel kann warten. Ne? Klar, die Instanz werde ich auf jeden Fall natürlich auch noch machen. Hier ist sie. Ja, ich weiß jetzt noch nicht wann. Weil wir halt noch ein paar andere... Ich überlege die ganze Zeit, wie ich das mit den anderen Instanzen mache. Weil das jetzt so rausgerissen eigentlich ist von den Questgebieten. Die hätte ich eigentlich direkt alle machen sollen. Aber ich glaube, ich werde die dann einfach alle auf den Schlag mal nachholen. Die wir noch nicht hatten. So. Eine einzelne Träne läuft über Ornoks Wange. Och, der Arme. Ornok wischt sich die Träne aus dem Auge und lächelt euch an. Danke, ich verspreche euch, Held, dass ich ein ehrenhaftes Lied über euch... Über euch, ich muss eben kurz kämpfen. Nervig. So. Genau. Er wird singen für uns und er hat natürlich auch noch eine Quest. Erstmal nehmen wir aber den Händlerkram an. Während Arthur auf der Jagd war, genommen Tor kämpfte, verbrachte Burg seine Zeit mit Lernen. Dann nahm er eine Stelle als Gelehrter an und ist nach Drenor aufgebrochen. Vor ein paar Jahren kam er als ganz neuer Ork zurück. Seine erhöhte Aufmerksamkeit und Geisterschärfe haben ihn zu einem schweigsamen Meuchelmörder gemacht. Jetzt, da er ein Ork mit Selbstvertrauen und Macht ist, hat er sich aufgemacht, um das bestgehütete Teil der Litanei zu beschaffen. Sucht Borak, er versteckt sich in der Nähe der Städte der Mondfinsternis weit im Süden. Er liegt im Schatten der Brücke auf der Lauer. Okay, ich glaube, das ist dann auch das Letzte für den hier. So, bitteschön. Ich brauche jetzt etwas Zeit für mich, Alexis. Vielen Dank, Frau Röwe. Ja, der muss jetzt erstmal futtern ohne Ende. Alles klärchen. Wildhammerfeste Erfolgsfortschritten. Na, das sehen wir doch gerne hier, den Erfolg. Sehr schön, sehr schön. Wo ist der? Ah, hier wird er sein. Ist das der hier? Nee, der ist das gar nicht. Aber wir nehmen das trotzdem mal an. Der ist gesucht. Nee, da ist er. Den meinte ich eigentlich. Besorgt das Tagebuch des Kommandanten des Getlord. Tagebuch. Okay. Die nehmen wir auch noch mit an. Boah, soll man das auch immer wissen, oder? Welche für den Erfolg wichtig sind und welche nicht, finde ich halt auch irgendwie so unübersichtlich. Hier sind wieder die Reiter von Rohan. Die Nazgul-Reiter. Burg ist für einen Moment still. Ich beobachte diese Blutelfen schon seit Wochen und versuche herauszufinden, wo sie den dritten Teil der Litanei der Verdammnis aufbewahren. Soweit habe ich jedoch keine brauchbaren Hinweise sammeln können. Ich weiß nur, dass Illidan einmal am Tag einen Entsandten vom Schwarzen Tempel herschickt. Dieser Entsandte ist unantastbar. Ich habe ihn eine Woche lang überwacht und nach einem Weg gesucht, ihn von seiner Leibwache zu trennen. Die Leibwache verlässt jedoch unglücklicherweise nie seine Seite. Wenn es mir nicht aufgefallen wäre, hätte ich aufgegeben. Er ist ein Distelabhängiger. Boah, ich bin so abhängig von Disteln. Zuerst habe ich es nicht verstanden, aber die Zeichen sind alle da. Distelabhängig zu sein? Wenn wir an ein paar Blutdisteln herankamen, wären wir im Geschäft. Auf meinen Reisen habe ich in Shadrath einen zwielichtigen Zerschlagenen namens Tobias getroffen. Tobias verdient sein Geld damit, den Blutelfen im Austausch gegen verfaulte Arakoa-Eier Blutdistel zu geben. Voll der Tobias, der Blutdistel-Dealer. Mhm.
Direkt westlich von hier befinden sich Ruinen der Arakoa. Durchsucht sie nach einem ein, begebt euch dann das untere Viertel von Shadrat. Dort findet ihr Tobias. Na dann. Weird, oder? Ja, ich bin auch so ein bisschen distelabhängig. Also ich glaube, ich habe das schon jetzt bei mir. Aber ich bin halt... Aber nee. Verfaultes... Also es ist ja noch nicht angezeigt, dass ich das habe, aber ich habe doch schon zweimal jetzt eins angeklickt. Da vorne ist wieder eins. So. Warum habe ich dann hier noch keins? Angeblich. Bin ich jetzt auch schon wieder so merkwürdig hier irgendwie. Check, ich schnall ich. Weiß ich nicht. Kann ich da jetzt direkt vielleicht zu dem Tobias? Tobias! Nee, das ist es ja nicht. Das ist das andere. Aber ich glaube auch erst, wenn ich das hier habe, wird er mich zu Tobias führen. Mensch, Tobias. Das geht auch nicht. Aber es wird ja wieder nicht klappen. Verfaultes Arakoa-Ei. Toll. So, jetzt verschwindet das. Ich bin lila. Ich habe Schattenfrost-Zauber und ich habe diese blöde Brille immer noch auf. Die brauche ich doch nicht. Ich brauche doch diese Brille nicht. Keine Ahnung. Ist es wieder so ein Bug-Scheiß hier? Oder kann ich jetzt hier ewig diese Eier anklicken, ohne dass was passiert? Ich finde es super weird irgendwie, dass ich die finde, klicke und angeblich aber keins habe. Und wenn ich jetzt direkt nach Shatra gehe, aber ich habe das Ei ja angeblich nicht bei mir. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt dann dahin gehe. Ah, ich glaube, das. Ich behalte mir den Quest mal vor und guck mal, wo das Problem liegt oder so. Die Tagebuchgeschichte. Gut, dann ich mache noch mal hier so ein bisschen das zu Ende. So, wir haben seine feurige Mine. Das war hier dieser Koloss. Den sollten wir auch töten. Das war unsere Aufgabe. Vor allem wollen wir aber das Ritual da hinten auch endlich mal beendet haben. Das hier. Deswegen bringen wir auch gleich den Umhang, damit wir das auch in diesem Part noch geschafft haben. Das wäre sehr, sehr schön. Ja. Da waren sie auch schon, die Seiten. Anscheinend hat das ausgereicht. War das schon alles? Haben die übrigens auch noch so eine Arakoa-Eier hier? Das wäre natürlich sehr praktisch, aber ich glaube, damit sind wir dann schon bedient. Es fehlt noch eine Seite. Eine fehlt noch. Zwei haben wir direkt gefunden. Haben die anderen die auch hier? Ich glaube schon. Sonst würde der blaue Kreis nicht mehr da sein. Komme ich da so rein? Wie hier. Ach, da war sie. Da ist Seite 3. Ja, das war ja easy. Gut, die Tagebuchseiten haben wir auch. Dann bringen wir das mal eben weg. Ei kann ich nicht machen. Dann nochmal hier Ritual. Und das war's dann, glaube ich, erstmal. Schön, euch zu sehen. So, ich hoffe, ihr habt etwas Großartiges getan, Mädel. Ansonsten macht euch vom Acker. Hier ist eure Belohnung. Ja, mich auch, du Wicht. Geschafft, geschafft. Ich bin ganz oben. So, bitteschön, die Tagebücher. Kiran wirft einen kurzen Blick auf die Tagebuchseiten. Vieles davon ist unleserlich, aber ich kann hier und da ein paar Worte verstehen. Es geht um eine fehlgeschlagene Vorbereitung eines Zaubers. Opfer und eine sich verschlechternde Situation. Hier steht auch irgendwas Merkwürdiges über einen Deserteur. Ich habe das Gefühl, dass alle Teile des Puzzles von meinen Augen liegen, aber ich kann sie einfach nicht sinnvoll zusammensetzen. Ich glaube, dass unsere heißeste Spur dieser Deserteur ist. Wir müssen ihn finden. Wenn er seine Kameraden im Lager zurückgelassen hat, besteht die Möglichkeit, dass ihr ihn vielleicht dazu überreden könnt, uns zu verraten, was die Arakoa des Dunklen Rats vorhaben. Beginnt eure Suche nach ihm in Magmafeldern im Nordwesten. Wahrscheinlich hat er dort Zuflucht gesucht. Bleib sauber. Also, wir haben noch wieder was bekommen. Das kann weg. Und das liegt auf dem Weg. Aber ich will da jetzt nicht hin. In die blöden Eier, das geht ja anscheinend nicht. Ich kann es nochmal probieren, aber ich weiß nicht, woran es hakt. Ich habe keine Ahnung. Da ist wieder eins. Verfaultes Arakoa. Ich klicke es an. Und ich hab's!
Ich weiß nicht warum, aber das hat jetzt geklappt. Vielleicht muss das irgendwie ein bestimmtes Ei sein oder so? Keine Ahnung. Egal, ich hab's und das finde ich gut. Cool. Ihr müsst die Geisterbrille benutzen, um die Geister von Schattenmond sehen zu können. Bitteschön, wenn ich alle drei Gegenstände... Genau, du hast jetzt alle. Und nun, jetzt da Blutschattens Gegenstände beisammen haben, fehlt nur noch ein letztes Teil im Puzzle. Ein Wirt. Die Lippen des uralten Schattenmondgeistes verziehen sich zu einem bösartigen Grinsen. Was hat der denn jetzt vor? Ihr habt doch nicht etwa das Märchen geglaubt, dass ich euch aufgetischt habe. Der Altar der Schatten ist mein Gefängnis. Ohne eure Hilfe wäre ich bis in alle Ewigkeit hier gefangen geblieben. Jetzt werde ich euren Körper übernehmen und ihr werdet die, die mich gefangen haben, vernichten und das Band für immer zerreißen. Wenn ihr ablehnt, sind wir beide bis ans Ende der Zeit hier gefangen. Tier und Blutschatten wird frei sein. Das glaubst du doch nicht ernsthaft. Euer Körper gehört mir, unsere Schicksale sind auf ewig verknüpft. Oh nein, ich bin er ist ich. Euer jämmerlicher Fluchtversuch wird nicht vor langer Dauer sein, Blutschatten. Lasst das Mädchen gehen und gebt auf. Auch mit eurer Rüstung und euren Waffen könnt ihr die Urahn nicht besiegen. Ja, jetzt dürfen wir gegen den kämpfen, aber wir sind ja viel stärker. Obwohl... Ja, doch. Und ich bin frei. Das war's. Wir werden uns eines Tages wiedersehen. Hottehü. Die Verkörperung des Todes wurde ein weiteres Mal auf die Welt losgelassen. Teron Blutschatten ist zurückgekehrt. Tschüss. Okay. Ja. Dann war das wohl so. Ich bin Teron Blutschatten. Dann sagen wir denen das mal. Wenigstens haben wir das jetzt endlich erledigt. Es war alles eine List. Es war alles nicht ehrlich und nicht wahr gewesen. Wir haben die ganze Zeit für den Falschen gearbeitet. Oh nein. So eine Überraschung. Möge das Licht euch umarmen. Was habt ihr getan, Dummkopf? Ihr müsst dir dieses Unrecht wieder gut machen. Schließlich war es euer Fehler. Nehmt einen dieser Helme. Sie sind mit der Macht der ewig brennenden Asche, die ihr mir gebracht habt, erfüllt. Viel wichtiger ist jedoch, dass ihr damit die Geister Schattenmonds sehen könnt. Auch Teron Blutschatten. Wenn ihr ihn jemals findet, vernichtet ihn. Ja, da wir diese Vorlage schon haben, nämlich das, was nehmt Geld macht, Erfolgsfortschritt, der erste Todesritter. Ach, so ist das. Okay. Ja, Coolio. Oh, hallo, ich sehe gar nichts. Ja, ich weiß, ich wollte hier das jetzt eigentlich gar nicht noch abgeben, aber das ist Zwang. Zwang, weil ich muss die Quest erledigt haben. Vorher gehe ich nicht. Ah, ach, der hier immer rumläuft. Ja. Der Rakor kichert. Ja, ich bin der Deserteur, den der Kommandant in seinem Tagebuch erwähnt. Ich habe auf den Tag gewartet, dem auch andere die Bedrohung erkennen, die von meinen einstigen Brüdern ausgehen. Was im Tagebuch des Kommandanten steht, ist wahr. Während sich die orkische Horde unter Gul'dan sammelte, versuchte mein Volk, diese Bedrohung abzuwenden, indem sie einen Angriff planten. Gul'dan erfuhr jedoch davon und wirkte einen mächtigen Zauber, der unsere Lage zerstörte und die Geister meiner Brüder zerbrach. Sie müssen aufgehalten werden, bevor sie noch mehr Unheil anrichten. Sucht nach Asgar beim Wrack der Sketlon im Norden und bringt mir das Totem, das er bei sich trägt. Damit können wir beginnen, die Pläne des Dunklen Rats zu vereiteln. Okay. Spannend. Aber das machen wir in der nächsten Folge von World of Warcraft, liebe Freunde. Und deswegen mache ich jetzt einen Cut. Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch, die alle auf YouTube das hinterher schauen. Und vielen Dank für eure Folgen bei mir und Abonnieren. Und dann machen wir das erste Mal hier weiter. Beziehungsweise viel wird wahrscheinlich gar nicht mehr zu tun sein. Wir sind sehr, sehr gut hier vorangekommen. Ich werde nochmal alles abklappern, glaube ich. Bis zum nächsten Mal und gucken, dass ich halt auch fehlende Quests irgendwie nochmal suche und so. Aber prinzipiell sieht das ziemlich gut aus, wo wir hier gerade sind. Dann fehlen nur noch die Innis. Schwarzer Tempel und das davor. Muss ich auch nochmal mich schlau machen. Vor allem mich durch meine Let's Plays wuseln. Und gucken, was für Innis wir schon hatten und welche nicht. Ich werde hier direkt angegriffen. Und hole weiter so. Damit er da ist. Da ist Asgar. Den haben wir getötet. Mehr und das Totem. Und das war's auch schon wieder. Oh Mann, ich bin zu schnell hier. Finde ich super. Ja, vielen Dank. Habe ich so nebenbei, während ich gequatscht habe,
gemacht. Dann werde ich jetzt den Stream natürlich anlassen und eine kleine kurze Pause machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder in Song of Horror. Wie gesagt, muss ich nochmal auch in ein Video schauen, wie ich dieses Problem löse mit der Steuerung, dass ich da halt nicht immer sterbe, wenn die Geister kommen. Hier, ich habe das jetzt angenommen, aber wir lesen es dann beim nächsten Mal. Und das ist dann das, wo wir das nächste Mal weitermachen. Vielen lieben Dank.